Mein Name ist Maria und das ist meine Beschwerung der Woche. Ich stehe hier in München vor einem Rossmann-Plakat und frage mich, was hat Zeit für mich mit Shampoo zu tun, beziehungsweise mit Haare waschen? Rossmann macht gerade überall Werbung unter dem Motto Zeit für mich und dabei geht es immer um Kosmetikprodukte für Frauen. Antifaltencremes, Badezusätze und eben Shampoos. Ich dachte ja, Zeit für mich bedeutet, dass ich das mache, worauf ich Lust habe und was mir Spaß macht. Also zum Beispiel Freunde treffen, Buch lesen oder auf dem Sofa sitzen und die Wand anstarren. Aber Rossmann bringt mir bei, Zeit für sich, das bedeutet für Frauen, sich um ihr Äußeres zu kümmern. Was die Werbung hinter mir betrifft, da geht es jetzt um unsere Haare und Shampoos. Denn unsere Haare können strapaziert sein, besonders im Winter. Also falls ihr nicht gecheckt habt, warum die Frau eine Mütze auf hat und warum da ein Winterwald ist. Und indem wir jetzt dieses Shampoo verwenden, können sich unsere Haare entspannen und wir werden so schön und glücklich wie diese grenzdebil lächelnde Frau. Solche bescheuerte Werbung strapaziert mich. Ja, wenn Rossmann mir verklickern will, dass ich, indem ich ihre Produkte verwende, entspannt und glücklich werde und dass das Zeit für mich ist, dann kriege ich davon schlechte Laune. Lieber Dirk Rossmann und Marketingagentur, heute nehme ich mir Zeit für mich und kaufe eure Produkte nicht.